Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer Modus. Waffenmeister wieder mal, Donya Festung jetzt am Start. Und ich krieg von hinten auf die Fresse. Bullshit. Man sollte echt warten, bis man spawnt, aber ich lern's halt nie. wir haben gerade... Wir haben gerade festgelegt, dass wir Donnerstag wieder aufnehmen. Heute hat die Schule wieder angefangen. Die große Freude des Lernens geht wieder los. Und ja, ich krieg schon wieder auf die Fresse. Also ich möchte mal gerade sagen, dass ich gerade einen Killstreak von 9 hingelegt habe. Also 9er Killstreak, ja. Fick dich. Und dann habe ich das trotzdem noch so fick dich. So vermasselt, dass ich dann am Ende vom, ich glaube, 15-4 auf ein 18-10 gekommen bin. War echt super, habe ich toll hinbekommen. Ja, aber die geilen Runden, beziehungsweise größtenteils geilen Runden, die nimmt man halt nicht auf, ne? Immer diese Hilfe, ne? Da kriegst Kotzen. Echt zum Volk werden manchmal. Ja, davon... Och komm, ey. Oh, ich renn da jetzt so rein und krieg die Kills einfach. Unzufrieden. Das ist doch scheiße. Ja, dann ist dann eben wieder auf zusammen. Und kommen gerufen, mal eine Runde hier. Da wird ein bisschen Battlefield aufgenommen, zwei, drei Folgen. Dann wieder am Samstag. Ach komm, der hätte jetzt auch noch verrecken können eigentlich. Samstag nehmen wir dann mal über Skype auf. Und dann könnt ihr mal sehen, wie ich den überhaupt nicht in die Finger bekomme. Wenn der manchmal, wenn er anfängt zu spielen, dann denkst du dir echt, ja, dann bist du so drei Waffen vor dem jetzt zum Beispiel ein Waffenmeister und dann kriegt er dich trotzdem noch ein und hast dann am Ende irgendwie fünf Waffen vor. Ach du Scheiße, das war jetzt schlecht. Das war schlecht. Den Kill hätte ich gar nicht verdient. Mit den Messern wir jetzt. Fick dich. Hoho. Ja, und den oben, den habe ich auch gesehen natürlich. Den habe ich natürlich auch gesehen. Gesehen. Aber jetzt hab ich. Nein. Oh. Von der Festung ist mir manchmal echt ein bisschen zu skurril. Ah, endlich kriege ich auch mal so einen Kill. Meine. Und den auch noch. Und jetzt natürlich wieder von hinten. Ju! Sicherlich. Sicherlich. Ja, ich schieße den. Wenn ich dem den kleinen C abschieße, dann bringt das natürlich nicht viel, ist klar. Ach, Bullshit. Da sind wir über bei der Magnum angelangt und... Boah, Alter. Und kriegen natürlich gar nichts geschissen, außer diesen. Aber den haben wir so richtig im Kopf geschissen, den Typen. Und mit im Kopf geschissen meine ich natürlich... dass ich es überhaupt nicht geschissen kriege. Na, sind wir ein bisschen... Die Waffe ist so scheiße. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich geb's ja zu, ne? Das ist so unbeholfen, wenn ich damit schieße, aber... Ich kann's einfach nicht. Mein Gott. Also, gib mir irgendeine andere Waffe in der Hand. Das ist der Wahnsinn. Ach komm, kassier ein! Ein! Oh, ich umschieße den immer nur. Das ist richtiger Bullshit, ey. Ich kann grad sagen. Boah, schlecht geschossen. Ja, jetzt habe ich drei Server gesucht gerade und habe dann endlich einen gefunden. Und dann wollte ich natürlich nicht Altmetall aufnehmen, weil dann war der Server auch schon wieder leer. Müsste ich damit... Ja, nein. Na, fuck. Ja, das war auch schlecht. War der Server dann natürlich wieder leer. Und dann habe ich gewartet und dann kam
925. Also Operation 925. Und dann war ich richtig schlecht. Und dann wollte ich irgendwie, konnte ich dann nicht aufnehmen. Irgendwas lief hier gerade schief. Whoop. Nix da. Und dann kam Sieber Tower. Und das war ja schon die erste Folge. Habe ich mir so gedacht, ja, ja, nee, dann muss jetzt wieder warten. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon 4 Runden oder so gespielt. Natürlich noch nicht warm gespielt, weil ich eigentlich nie warm werde, glaube ich, mittlerweile. Das sind immer mehr so Lack. Und muss man immer ein bisschen... Ach komm, der war geschenkt, aber muss man auch mal haben. Den hätten sie mir auch noch schenken können, mein Gott. Schnell weg. Ach, Scheiße. Warum warte ich denn nicht, bis die Waffe nachgeladen ist? Warum? Ja genau. Penner, ja. Ja, vielleicht lade ich nochmal so eine Runde hoch. Die habe ich auf meinem PC schon ein Paradebeispiel Pech genannt. Da habe ich, glaube ich, ungefähr in einer Runde 40 Mal Hilfestellung beim Kill bekommen. Und dementsprechend war dann auch die Platzierung am Ende. Boah! Ja, ich hätte auf irgendjemanden schießen sollen, aber ich habe gedacht, so links ist einer, vor mir ist einer, rechts ist einer. Was machst du jetzt? Und das kann ich ja auch nicht. Mich entscheiden. Ja, das war auch sehr gut. Krieg ich ein Lob dafür? Nee, ne? Ja, gern. Blende mich. Und den habe ich gesehen. Auf der Karte, ja. Und dann kriegst du erstmal von hinten einen drauf. Und er hat einen Dreierkill gemacht da oben. Asgard. Alles Ding, ne? Kleiner Cheater, ne? So macht man das natürlich. Hatte ich aber gerade auch. Dann hatte ich irgendwie die 93R. Dann habe ich damit irgendwie mit einem Magazin 2 Leute gekillt und dann mit der Magnum nochmal sofort 2. Ja, ein bisschen Lack gehört dazu. Ne? Dann nimmt der mich noch mit. Krass, krass. Ah, herrlich, ey. Ja. Und der Spaß habe ich gerade ziemlich verschissen. Ich glaube, mit der Spaß habe ich gerade am längsten gebraucht. Das war schlecht. Schlecht. Und... Das krieg ich seh nicht mal. Boah. Friss. Boah, krass. Ja. Gesehen. Bleiben wir mal kurz hier stehen, ein bisschen wenig Leben und so. Der sich oder auch nicht, der steht auch noch, alles klar. Noobigkeit ist da, vor allem von meiner Seite. Jetzt könnten wir euch jetzt nach rechts nehmen. Es geht. Oh, oh, es tut mir leid. Das war jetzt ziemlich geil. Ja. Warum nicht immer so? Oh mein Gott. Oh mein Gott, genau. So, fick dich. Dich Penner nehmen wir auch noch mit. Ins Grab, Junge, ins Grab. Nein! Ich will jetzt nicht sterben. Ich will jetzt nicht sterben. In die Eier. Auf keinen Fall will ich jetzt sterben. Laserpointer ausmachen. Oh mein Gott. Nein, jetzt bin ich doch noch. Ach, von da oben.
Kann ich den von da oben mit einer MK3A1 runterschießen? Oh mein Gott. Na. Naja. Er war auf jeden Fall ziemlich geil. Ungefähr so lief das auch gerade. Allerdings nicht von hinten. Da kam ich nicht von hinten. Mit den Anfangswaffen. Aber das war dann wieder Lack, weil die alle angeschossen waren. Oh, ich hab erst gedacht, der lebt hier. Boah, der sieht mich erstmal fett auf der... Leck mir die Eier. Fick dich. Boah, mein Gott, ey. 25%, naja. Er verpasst ihm erstmal ein paar Header. Ach, scheiße. Shit. Wenn ich 100% gehabt hätte, hätte das vielleicht funktioniert. Schade. Oh, wo kann ich denn jetzt hin? So ein bisschen Angst gerade. Nach dem Vierer-Streak war das auch gerade hier irgendwie vorbei. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wow, der kann einfach nicht vorbeirennen, hammer. Na, wo? Ach, komm. Kleiner Penner, ey. Ja, der ist bestimmt gerade gespawnt. Machst du nicht? Weiter geht's. Hm. Manchmal... Fucking them up! Alter. Boah, 20% oder nicht so viel, ne? Ah, bringt ja alles nichts. Na, scheiße. Komm! Nice one. Nice! So geht das. Ach scheiße, warum dreht er sich denn um? Er soll weiterlaufen, ich will das wie gerade haben. Mein Gott, ey. Oh, das war schon ziemlich nice. Also immer so von hinten und dann vier Leute killen ist okay. Kann hier mit arbeiten. Oh, danke. Boah, da ist noch einer. Oh, hallo. Ach komm. Ich hab hier 17 erreicht. Ich kann das. Boah, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Da, 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 da. Ich meinte natürlich, das war astrein toll. Egal. Ja, ist auch schon wieder vorbei. Ja, war eigentlich gar nicht so schlecht. Kann ich ausnahmsweise immer mit leben. Auch wenn ich nur 9. geworden bin. Irgendwann werde ich nochmal eine Aufnahme gewinnen. So in gefühlten 3 Jahren. Oder noch länger. Aber irgendwann wird das noch was. Gucken wir uns noch ein bisschen die Wurbelons an. Und dann ist der Montag auch fast wieder gelaufen. Für mich. Und ich hoffe für euch auch. Denn Montage sind allgemein das Tollste auf der Welt. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Prosa-Team. Euer Marvin und tschö, hauste rein.